Hallo Fans und Freunde der Vienna zu einem Common Vienna Spezial. Wie den meisten von euch natürlich schon aufgefallen sein wird, gibt es seit einiger Zeit keine Matches mehr. Die Saison ist nicht nur abgebrochen worden, sondern ja, leider Gottes auch nicht gewertet. Und das ist eigentlich die Saison, die es nie gegeben hat. Wie geht es den Fans dabei? Da bin ich halt froh, den Thomas Keser heute als Gesprächspartner zu haben. Wir werden uns ein bisschen unterhalten über, wie geht es den Fans? Wie geht es Ihnen mit dem Abbruch der Meisterschaft 1920? Naja, wie geht es den Fans? Natürlich geht es den Fans jetzt nicht viel anders in dieser Krise als den meisten anderen Menschen. Der Fokus hat sich natürlich verschoben. Fußball steht jetzt nicht unbedingt im Mittelpunkt, auch im Leben der Wiener Fans. Es hat sich viel verändert. Es sind Situationen auf uns zugekommen, die sich keiner für möglich gehalten hat, dass so auch in der Form noch nie da war. Eine Situation, mit der erst einmal umgegangen werden musste. Das heißt, da war der Fußball wahrscheinlich sicher etwas zurückgedrängt und nicht an erster Stelle. Mit dem Abbruch und dann weitere mit der Entscheidung, die Meisterschaft neu auszutragen, schreibt sich das natürlich in eine lange Geschichte des First Vienna Football Club ein, die von Pech und Unglück gekennzeichnet ist. Wie wir ja wissen, es geht sich immer nicht aus. Es geht sich immer nicht aus. Wir hätten in dieser Saison wahrscheinlich Meister werden können. Das soll jetzt so nicht sein. Wir sind gewohnt, mit Enttäuschungen umzugehen. Aber natürlich, das ist schon sehr bitter, das hat sehr, sehr viele getroffen, vielleicht auch teilweise die Entscheidung unverständlich. Fakt ist, man konnte nicht viel daran ändern, jetzt einmal in dieser Phase, die in den letzten Monaten vorgeherrscht hat. Man wird sehen, wie sich es noch entwickelt, das weiß keiner genau, wie es weitergeht. Natürlich, die Wiener Fans sind damit nicht zufrieden mit dieser Entscheidung. Das ist natürlich wieder ein Unglück, aber wie gesagt, es gibt derzeit auch wichtigere Dinge, um die man sich kümmern musste und die man aber erst einmal klären musste und sicher machen musste. Nachdem klar war, dass die Meisterschaft nicht mehr weitergespielt wird, dass abgebrochen wird, wie war da die Kommunikation zwischen Verein und Fan? Du bist ja im Fanbeirat, das heißt, wie hast du das hinterlegt, beziehungsweise wie war die Kommunikation zwischen Verein und dir? Kommunikation war zuerst einmal natürlich auch nicht im Vordergrund, ja, also mit dem Verein. Jetzt musste mal jeder seine privaten Probleme in den Griff bekommen, sei es einfach nur seine Verwandten und Angehörigen zu schützen, sei es seine Arbeit zu behalten, sei es mit allen möglichen Dingen, die jetzt neu auf uns alle zugekommen sind, umzugehen. Es hat sich dann natürlich auch entwickelt, was können wir Fans tun für den Verein in dieser Situation, was will der Verein überhaupt? Es gab natürlich Kontakt, der bestand aber eher jetzt nicht auf einer offiziellen Ebene, sondern auf einer persönlichen Ebene unter den Leuten. Wir haben uns dann auch begonnen, wieder zu treffen per Videokonferenz für die Menschen, die Zeit und Lust auch dazu hatten, weil, wie gesagt, es hatten viele auch einfach andere Dinge gerade im Kopf. Wir haben uns dann abgesprochen zu gewissen Themen. Es kam dann noch die Idee mit dem virtuellen Heimspiel auf. Das ist jetzt schon auch bei einem anderen Verein und anderen Vereinen mal in einer anderen Form getestet worden. Da haben wir uns recht schnell entschieden dazu, das umzusetzen, weil es uns eben auch wichtig war, einerseits ein Zeichen zu setzen an Solidarität für die Wiener, ein Zeichen zu setzen für Solidarität mit den verschiedenen Mannschaften, Gremien, Anliegen der Wiener. Also ich meine jetzt dann den Nachwuchs, das Frauenteam, Special Needs Team, aber auch Solidarität mit Menschen, die von dieser Krise betroffen sind. Deswegen auch dieses Ticket für die Personen, die ihren Job verloren haben. Auch Solidarität mit Menschen, die von anderen Krisen, von anderen großen Katastrophen betroffen sind, hauptsächlich vom Krieg in diesem Fall, eben auch mit den Flüchtlingen, die in den Flüchtlingslagern in Syrien festsitzen und dort katastrophale Zustände vorfinden. Also wie gesagt, für uns war es wichtig, einerseits Solidarität mit dem Verein, Solidarität mit der Gesellschaft, auch den Verein im Gespräch zu halten, in den Medien zu halten, auch den Verein zu signalisieren. Wir sind da, wir überlegen uns etwas, wir helfen damit. Natürlich, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Dass das finanziell jetzt nicht unbedingt der große Burner wird, das war allen klar. Aber es geht ja auch darum mehr. Es geht darum, auch wie gesagt präsent zu sein in der Öffentlichkeit, Solidarität zu zeigen und auch was den Wiener Fans, zumindest die sich im Dachverband organisieren, noch wichtig ist, eben soziale Anliegen und auch diese Dinge zu transportieren.
transportieren und zu zeigen. Gibt es noch andere Aktionen der Vienna Fans, um den Verein zu unterstützen, neben dem virtuellen Heimspiel? Also keine konzertierte organisierten derzeit. Es ist ja so, dass weder der Verein noch wir noch irgendwer andere, noch der ÖFB, noch wissen, wie es weitergehen soll. Ja. Das heißt, es ist jetzt sehr schwer, etwas Konkretes zu machen, wenn man noch nicht genau weiß, in welche Richtung das Ganze gehen soll und wo dann konkrete Hilfe ausschauen soll, damit sie auch Sinn macht. Muss das gut geplant sein. Ja? Das muss auch immer wirklich überlegt sein, was man da tut. Der Verein muss auch thematisieren von sich aus, wo er die Fans auch brauchen kann. Ich denke, das werden sie tun, wenn sie eine Möglichkeit sehen, dass wir ihnen helfen können. Dann werden sie uns fragen, wir werden das dann für uns thematisieren, ob das für uns Sinn macht und gut ist und werden dann zu einer Lösung kommen. Die Kommunikation hat sich auch verbessert mit dem Verein, das muss man sagen, auch über den Jahren davor. Es passiert mehr auf Augenhöhe. Wir haben Gott sei Dank auch einen potenten und kompetenten Partner an unserer Seite, der uns in dieser Krise umso wichtiger werden wird. Natürlich wird auch die Unica von der Krise betroffen sein, wird in irgendeiner Form das stark zu spüren bekommen haben, aber sie signalisieren Kontinuität, sie signalisieren einfach auch, dass es weitergehen soll. Und ich denke, dass es auch mit den Fans weitergehen wird und dass wir da auch eine gemeinsame Zusammenarbeit entwickeln werden, die für beide Seiten Sinn macht. Wie findest du die Kommunikation generell vom Verein? Es gibt ja da eine neue Plattform, Kiefer nennt sich die. Mhm. Findest du es gut, informativ? Ja, ich finde, das ist allgemein die Kommunikation über die Website und auch über Facebook, was ich so mitbekommen habe, eigentlich sehr, sehr gut. Es signalisiert Aufbruch, es signalisiert, wir halten durch, wir machen weiter. Wir zeigen uns solidarisch mit den Maßnahmen, wir versuchen gemeinsam das alles mitzutragen, aber wir wollen auch auf jeden Fall weitermachen und weiter bestehen. Man kommuniziert das sehr gut, sehr unaufgeregt. Man bringt immer wieder Aktionen rein. Es gibt ja auch Aktionen, die vom Verein jetzt ausgehen oder nicht von den Fans jetzt, wie die Pappkameraden oder diese Dinge. Ja, das sind alles Dinge, um sich irgendwie noch da zu halten, um ein bisschen Leben aufrechtzuerhalten. Man muss sich ja vorstellen, es ist ja komplett zum Erliegen gekommen. Es gibt keine Trainings, es gibt nichts. Ja. Also es ist sehr, sehr schwierig, dann so einen Apparat irgendwie noch halbwegs am Laufen zu halten, die Mitarbeiter in Heimarbeit, in Homeoffice, in Kurzarbeit, was auch immer. Ja. Dafür tolle Arbeit, muss ich sagen, sehr unaufgeregt, ruhig, es kommt immer was Neues, interessante Interviews, Tea Time, und wir bereiten uns alle vor darauf, wie es weitergehen soll, aber derzeit wissen wir auch nicht konkret, wie es weitergehen soll. Sommerzeit ist ja man oftmals auch Fan-Turnierzeit. Glaubst du, wird es da in der Richtung etwas geben? Glaubst du, ist das überhaupt möglich, dass die Fans da ja, ich denke, es ist schon möglich, aber es wird sicher unter obskuren Auflagen passieren. Also es wird sicher nicht mehr dasselbe Fan-Turnier sein, wie es war. Das wird es wahrscheinlich die nächste Zeit nicht sein. Man muss sich da auf neue Situationen einstellen. Ich denke schon, dass es organisierbar ist und dass es auch sicher Initiativen geben wird, aber halt unter strengen Auflagen und mit Dingen, die halt dann etwas obskurer sind. Also auch wie man es in der Gastronomie erlebt. Also ähnliche Auflagen, die man vorher so nicht für möglich gehalten hat. Es wird weiter passieren. Aber es wird halt keinen Torjubel mehr geben mit Umarmen. Es wird Abstand halten, überall die Norm sein. Es wird genau geschaut, wie viele Menschen passen auf welchen Platz, pro Quadratmeter und so. All diese Dinge werden dann wahrscheinlich genau angeschaut werden. Aber es ist möglich. Fußballmatches, speziell bei der Vienna, das ist ja mehr als nur Matches schauen. Das heißt, Freunde treffen, trinken, essen, sich austauschen. Das ist für viele Fans ja auch der Höhepunkt der Woche sozusagen, das Highlight. Natürlich, ja. Für mich auch. Klarerweise. Natürlich, ja. Für uns alle, aber jetzt, solange es natürlich keinen Impfstoff gibt etc., wird es natürlich mit starken Einschränkungen sein werden, gemacht werden, beziehungsweise Geistermatches. Mhm. Wie steht hier dazu? Wie stehst du dazu? Naja, punkto jetzt Freitag verlieren des sozialen Mittelpunkt. Ja, natürlich geht uns das alles ab. Ja. Es geht uns die Matches ab, es geht uns diese Euphorie, diese Stimmung. Es geht uns unsere Freunde ab, es geht uns
die gastronomischen Genüsse auf der Hohen Warte am Freitagabend gehen uns allen gemeinsam ab, natürlich, ja. Aber andererseits, das ist ja wirklich ein kleiner Punkt zu dem, was anderen abgeht in dieser Krise, was andere durchzumachen haben jetzt gerade. Aber selbst auch im Verein, man muss sich ja vorstellen, dass hunderte Jugendliche jetzt kein Training haben, nicht Fußball spielen können, ja. Das Frauenteam in einer Meisterschaft abgebrochen war, die sensationell gewesen ist, ja, die jetzt alle im luftleeren Raum hängen, die nicht mal trainieren können, wie gesagt. Ja. Also das ganze soziale Leben ist hier zum Erliegen gekommen. Und für viele ist das der Mittelpunkt des Lebens, eben die Vienna und hier Spieler zu sein, hier Fan zu sein, hier mitzuarbeiten, was auch immer. Ja. Und es trifft ja viele verschiedene Bereiche. Punkt Geisterspiele, ganz eine schwierige Sache. Natürlich ist ein Geisterspiel für jeden Fan nicht dasselbe. Das ist auch teilweise unerträglich im Fernsehen, sich das anzuschauen. Also ich meine, wenn ich Dortmund gegen Schalke sehe, von leeren Rängen, ich meine, das ist ja das, warum man sich dieses Derby anschaut, wenn man sich nicht Dortmund oder Schalke fängt, ist wegen dieser Atmosphäre, wegen der brennenden Luft, ja, und nicht wegen unbedingt den großartigen Darbietungen am grünen Rasen. Ja. Das ist natürlich ganz schwierig. Was glaubst du, wird sich in Zukunft, also wir würden ja jetzt im August mit der nächsten Saison starten, 2021, vermutlich wieder in der Wiener Liga. Wie ist da so das Gefühl, was wird sich da beim Wiener Fan ändern? Ich glaube, beim Wiener Fan selbst wird sich nicht viel ändern. Also natürlich eine Enttäuschung mehr in unserer langen Fangeschichte. Wir werden weitermachen. Wir werden weiter freudig, euphorisch hier stehen, die Mannschaft unterstützen, das Bestmöglichste daraus machen, so wie wir es immer getan haben. Mit der Straßenbahn zu den Auswärts. Natürlich werden wir das weiter tun. Wir werden es auch noch eine Saison genießen und freudig tun. Natürlich mit einem weinenden Auge, weil wir hätten es eigentlich jetzt schon schaffen können. Mhm. Ja, sei es drum. Wir müssen halt wieder weiter tun und wir werden wieder Meister werden oder dann echt Meister werden. Und dann sind wir halt übernächstes Jahr in der Regionalliga. Aber wir Fans werden auf jeden Fall das Möglichste dazu tun, das dorthin zu bringen. Wie weit siehst du die Sympathie oder Empathie des Vereins zu den Fans? Ja, wie gesagt, in der Krisenphase gab es natürlich jetzt auch wichtige Bereiche, auch im Verein, auf die man Acht geben musste und schauen musste. Natürlich, so prinzipiell ist die Empathie und die Sympathie für den Fan in den letzten Jahren oder vor allem im letzten Jahr gestiegen. Die Kommunikation hat sich verbessert, sie ist jetzt auf Augenhöhe, das kann man sagen. Wir finden uns oft auch in beratender Funktion wieder. Oder das heißt jetzt nicht, dass der Verein alles übernimmt, was wir sagen oder raten, aber man fragt einfach und man versucht das in Absprache miteinander zu arrangieren, weil man auch erkannt hat, auch in den Vereinsoffiziellen erkannt haben, auch in Führungsetagen erkannt hat, dass es gemeinsam besser geht, dass hier wahnsinnig viele Ressourcen, Kompetenzen im Fanblock da sind, die man ganz einfach nutzen kann, von denen man profitieren kann. Und das sehe ich in den letzten Monaten, Jahren einfach viel, viel besser umgesetzt. Es war ja ein bisschen so die Angst bei manchen Fans, nicht bei allen, aber bei manchen Fans, dass die Unica schon sehr viel übernommen hat, auch Social Media Bereich etc. Ja. Da gab es ja dann im Sommer auch ein Fest, die aber eher nur für den Verein gedacht war, und dann gab es ein zweites Fest für die Fans, und da war die Angst, dass halt eine Zwei-Schichten-Gesellschaft entsteht, nämlich die VIPs und die traditionellen Fans, die seit 60 Jahren hierher kommen. Ja. Ich kenne diese Ängste natürlich, aber die Zwei-Schichten-Gesellschaft, erstens haben wir sogar nicht so viele Fans, dass man da zwei Schichten jetzt großartig rausschälen könnte, vor allem fehlen uns die VIPs dazu, um ganz ehrlich zu sein. Nein, hat sich nicht bewahrheitet. Der Unica hat sich eingebracht, gerade auch im Social-Media-Bereich und in diesen Dingen, Marketing und allem Möglichen, aber Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank, da ist eine große Professionalität entstanden. Wie gesagt, man fährt aber auch nicht einfach drüber mit den Fans, man spricht schon vieles ab. Manche Entscheidungen muss man einfach akzeptieren, trifft derjenige, der auch das Geld hat und das Ganze zahlt, muss man sagen. Aber ganz ehrlich, einen so unpeinlichen und professionellen Umgang mit all diesen Öffentlichkeitsanliegen vor allem, ja, habe ich bei der Vienna noch nie erlebt. Ich musste mich nicht fremdschämen, was ich eigentlich bis dato bei Vereinsführungen vorher schon des Öfteren musste, auf der Art und Weise, wie sie sich präsentiert haben, was sie für Aktionen gesetzt haben, wie sie auch mit den Fans umgegangen sind. Das war jetzt überhaupt nicht der Fall. Es war sehr professionell, sehr ruhig, und die Vienna ist in einem sehr, sehr schönen Licht dargestellt worden und ist medial auch viel präsenter, als sie vorher war. Das darf man alles nicht vergessen. Ja. Aufgrund dieses Partners.
Das heißt, die Fußballromantik leidet nicht darunter. Es war immer die Angst, die Kommerzialisierung. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie darunter leidet. Und das wird auch immer wieder bekräftigt, gerade auch von Herrn Svoboda wird das immer wieder bekräftigt. Er weiß ganz genau, dass das hier erhalten bleiben muss. Er weiß ganz genau, dass das hier erhalten bleiben muss. Mhm. Weil das sind unsere USPs quasi. Ne? Mhm. Das ist das, was uns unterscheidet von anderen Vereinen. Das ist das, die Tradition schön und gut. Aber wenn die nicht lebt, dann bringt die auch wenig. Mhm. Aber sie lebt hier. Sie lebt mit den Fans. Sie lebt mit diesen eigenen Fans, die schon eine gewisse andere Ausdrucksweise und eine gewisse andere Präsentationsform haben als der Fußballfan an und für sich normal. Wir haben eine unglaubliche Umgebung und die ja romantisch ist, aber mit Leben gefüllt und notwendig ist, weil sonst braucht man diesen Verein nicht. Aufgrund der sportlichen Leistungen braucht man ihn nicht. Ja. Und die werden sich nicht so stark verbessern. Man braucht ihn für seine Nachwuchsarbeit, man braucht ihn für das Frauenteam, man braucht ihn wegen den Fans, man braucht ihn wegen der Tradition, man braucht ihn wegen dem Anspruch, den die DNA auch hat und man braucht ihn wegen dieses Stadions. Das macht uns einzigartig und das ist dieser Vereinsführung, glaube ich, sehr klar, dass sie da einen Weg finden muss, das immer zu erhalten und auf keinen Fall wegzugeben. Und natürlich allein dieses First Vienna Football Club, auch das im Namen zu behalten, ist ja schon ein Marketing. Ja. Schind, ja. Und das muss ich erkennen. Ja. Das ist sicher, hat mehr Sexappeal, als wenn dort, weiß ich nicht, McDonald's Vienna steht natürlich. Ja. Nein, ich meine, das hatten wir ja schon mal. Ja. Wir hatten das ja immer, Vienna, Portas Vienna, dann Xerox, Emco Vienna und. Aber auch so ein Bekenntnis zu diesem First und diesem alten Originalnamen ist ja auch nicht selbstverständlich gewesen bei uns. Mhm. Und das ist ihnen klar, dass man mit dem voll punkten kann und dass das so erhalten bleiben muss, genauso das Stadion, genauso diese Fankultur. Die nächste Zukunft, und da spreche ich jetzt von nächsten Wochen, und die wir ein bisschen so absehen können, der Vienna Fan, wird sie wohl begnügen müssen mit der guten Erinnerung. Ja, wir werden uns begnügen müssen mit der guten Erinnerung. Da sind wir ja auch nicht ungewohnt. Alexander Juraske mit seinem Podcast. Mit seinem Podcast, super, ganz großartig. Auch das eine Aktion, die jetzt natürlich super reinpasst in diese Situation, stimmt, dass die Leute sich das auch anschauen können. Auch das quasi aus Fankreisen. Natürlich, Juraske ist ein Historiker. Ja. Also ich meine, der hat das drauf aus dem FF, der hat das raus wie nichts. Und das ist großartig, nur schön. Ja, vielleicht sehen wir auch dann wieder mal so alte Spiele. Ja, und es wird weitergehen irgendwann. Und dann stehen wir alle wieder da. Und dann geht es wieder los. Darauf freue ich mich. Egal in welcher Liga, egal mit welchen Dingen, wir sind da und freuen uns drauf. Und weil eben, wie Sie gesagt, der sportliche Erfolg nicht das Hauptding ist. Wir sind einfach gern hier und das ist unser soziales Zentrum. Stimmt, absolut. Das wird so bleiben. Danke, Thomas, für das Gespräch. Gerne.